Furchtbar, da vorbeizufahren. Ich habe das mir nicht sehr oft angetan, aber das eine Mal, da waren vorne die ganzen Fenster und deswegen, du hast hinten nur von uns diese gestalteten Wände gesehen. Richtig. Die angemalten Schulwände. Ach, das war nicht schön. Gar nicht. Ist ein bisschen Nostalgie und ein bisschen Traurigkeit dabei. Und wenn man die Bilder sieht, oh Gott. Ganze, was eben da so dranhängt, ist irgendwie auch verschüttet gegangen. So diese ganzen, das Pappelwäldchen, was da war, da haben wir immer gesessen und haben immer gequatscht und weiß ich nicht, haben da auch Theater gespielt oder ja, der Schulhof, was wir jetzt schon erwähnt hatten, das ist echt schade um den gewesen. Jemand gesagt und dann bin ich vorbeigefahren und war traurig. Und das war schon ziemlich traurig, zumal man dann zu der Zeit auch wirklich schlechte Parkplätze bekommen hat. Man könnte das so ein bisschen mit dem Abriss des Palastes der Republik vergleichen. Ja, also rein gleich. Mein Gott, das war mein Arbeitsleben, ne? Wenn du überlebst seit 81. Und ich bin auch immer nur an dieser Schule gewesen. Und das war so, als wenn sie dir dein eigenes Haus. Seele rausreißen. Richtig, dein eigenes Haus anreißen. Und das konnte ich mir nicht antun. Und es ist heute noch so, wenn man mal dran vorbeifährt, ist ein kurzer Blick, man sieht den Rasen und ich gucke dann wieder weg. Ich will es mir nicht wirklich angucken.